Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Und zwar, ich habe mir jetzt was anderes ausgedacht, weil es jetzt hier so draußen kalt ist und man möchte eigentlich die ganze Zeit irgendwie in der Bude hocken, sich einlullen in einem Bademantel und hier einen schönen Tee. Was passt natürlich zur Weihnachtszeit? Ja, und zwar Märchen sind dabei. So. Deswegen habe ich hier die große Märchenschatztruhe. Das werde ich euch, das sind enthalten, jetzt sind 5 Bücher hier enthalten drin, mit verschiedenen Klassikern von den Märchen her. Und die werde ich euch auf jeden Fall heute aus Buch 1, werde ich euch heute 2 Märchen vorstellen. Und deswegen gucken wir mal rein, was heute uns erwartet. Heute die Maus und der Löwe und die Konferenz der Mäuse. So, mal gucken. Die Maus und der Löwe. Es war einmal eine kleine Maus, die auf einen schlafenden Löwen traf. Als sie über ihn huschte, passierte es. Sie hat ihn geweckt. Der verärgerte Löwe packte die Maus und hielt sie vor seinen Rachen. Fressen Sie mich nicht, Eure Majestät, bat die Maus. Wenn Sie mich gehen lassen, werde ich Sie nie wieder stören. Ich werde immer dankbar sein und eines Tages werde ich Ihnen bestimmt einen Gefallen tun können. Der Löwe schmunzelte. So, so, eine Maus, die hofft, einem Löwen einen Gefallen tun zu können. Vielleicht möchtest du mir beim Jagen helfen oder würdest du lieber für mich brüllen? Die Maus war sprachlos. Mein Herr, ich kann wirklich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ist in Ordnung, du kannst gehen, sagte der Löwe und öffnete seine Tatze. Einige Tage später tappte der Löwe in eine Falle und wurde in ein Netz gefangen. Was er auch versuchte, er konnte sich nicht befreien. Je mehr er sich bemühte, umso mehr verfing er sich. Als er sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte, dachte er, sein Ende sei gekommen. Er wollte gerade aufgeben, als er eine leise Stimme hörte. Brauchen Sie Hilfe, mein Herr? Der Löwe schaute sich um. Oh, du bist es. Ich glaube nicht, dass du viel für mich tun kannst. Aber die Maus unterbrach ihn. Ich kann an den Seilen nagen. Ich habe starke Zähne. Und wenn es auch eine Weile dauert, ich werde es schon schaffen. Die kleine Maus begann sofort mit der Arbeit und bald hatte der Löwe eine Tatze frei. Dann noch eine, bis er schließlich ganz aus dem Netz befreit war. Sehen Sie, mein Herr, sagte die Maus. Jetzt habe ich Ihnen einen Gefallen getan, so wie Sie mir, als Sie mich gehen ließen. Wie recht du hast, erwiderte der Löwe. Noch nie hat so ein großes Tier wie ich einem kleinen Wesen wie dir so dankbar sein können. Das war das Erste. Ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall gefallen. Gucken wir mal, was sich das jetzt zum anderen Märchen kommt. So. Die Konferenz der Mäuse. Es war einmal ein großer Kater, der von dem Tag an, an dem er auf den Hof kam, Angst und Schrecken unter den Mäusen, die im Keller lebten, verbreitete. Keine traute sich hinaus, aus Angst, der Kater könnte sie erwischen. Die Mäuse entschlossen sich, eine Konferenz einzuberufen, um dem Problem mit dem Kater ein Ende zu setzen. Eines Tages, als der Kater ausgegangen war, versammelten sich alle Mäuse im Besprechungszimmer. Sie waren davon überzeugt, dass sie das Problem lösen könnten und jede von ihnen machte einen Vorschlag. Wir bauen eine große Falle, schlug eine Maus vor. Als die Idee abgelehnt worden war, sagte eine andere, Wir können ihn vergiften. Aber keinem war dem Gift bekannt, das für Katzen tödlich gewesen wäre. Wir schneiden ihm die Krallen und die Zähne ab, dann kann er uns nichts mehr tun, sagte die nächste. Aber die Mäuseversammlung konnten sich für keinen der Vorschläge entscheiden. Zum Schluss kletterte eine Maus, die klüger als alle anderen waren, hoch auf die Laterne, die während der Konferenz leuchtete. Sie schwenkte mit einer Glocke und bat um Ruhe. Wir binden diese Glocke um den Schwanz des Katers, so wie immer, wo er ist. Wir haben die Zeit wegzulaufen, die langsamen und schwächeren Mäuse hören, wenn der Kater unterwegs ist und können sich verstecken. Die kluge Maus bekam schallenden Applaus für ihren Vorschlag. Alle beglückwünschten
sie zu ihrer Idee. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir binden die Glocke so fest an seinem Schwanz, dass er sie nicht mehr abmachen kann. Er wird nie mehr auf uns lauern können. Die kluge Maus schwenkte nochmals mit der Glocke und bat wieder um Ruhe. Wir müssen entscheiden, wer die Glocke an dem Schwanz des Kabels binden soll, sagte sie. Im Zimmer wurde es ganz still, nur ein leises Murmeln war zu hören. Ich kann nicht, weil ich nicht. Ich würde es schon machen, aber ich kann auch nicht. Ich nicht. Ich nicht. Keiner war mutig genug, um den Plan in die Tat umzusetzen, und die Besprechung wurde beendet, ohne dass eine Entscheidung getroffen wurde. Die Mäuse waren sich einig. Tolle Ideen zu haben, ist oft ganz einfach. Sie aber auch zu verwirklichen, ist eine ganz andere Sache. So. Wenn euch das Video gefallen hat oder auch nicht, kommentieren und natürlich die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren und natürlich auch ein Like da lassen. Und natürlich bin ich auch sehr offen, wenn ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt mir so einfach in Kommentare. Also dann, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend mit diesem Video und wir sehen uns auf jeden Fall. Adieu, macht's gut.